So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Und was war das für ein One in den letzten beiden Parts? Ich musste ja etwas aufteilen, da wir dann noch den Void durchmarschiert sind mit Samson. Unglaublich. Also, das lief besser als gedacht. Aber war natürlich auch viel, viel Itemglück dabei. Alleine, was wir in der Chest dann nochmal dazu bekommen haben. Ich habe es zwar, ja, so dargestellt, sag ich mal, dass da schon viel auch, oh, shit. Okay. Dass da viel auch, oh, nice. Dass da viel auch dieser Engelraum mit zu tun hatte, was natürlich richtig ist. Der Engelraum hat mir auf jeden Fall den Run gerettet. Das ist ganz klar, weil ich glaube, wenn ich da nicht die vielen Herzen dazu bekommen hätte und die ganzen Fähigkeiten und so weiter mit Seraphim und so, ne, dann wäre das ziemlich böse ausgegangen. Aber so war das dann schon ziemlich gut. Und ich muss einfach aufpassen, dass ich nicht übertreibe mit dem Modus. Dann geht es nämlich auch ganz gut. Wenn ich da nicht überall in alles reinrenne, dann kann ich auch ganz gut mit dem Berserk umgehen. Und dann treffe ich, dann werde ich auch nicht getroffen, wenn ich den ausnutze. Das ist eigentlich schon nicht verkehrt, würde ich sagen. Ah, scheiße. Es ist natürlich wieder die Frage, wollen wir sie erstmal uns holen? Aber nee, es gibt deutlich bessere Items als sie. Also, wir können ja gleich gucken, was da draus wird. Aber es gibt deutlich bessere Items als sie. Und es ärgert mich schon wieder, dass das blaue Herz weg ist. Aber gut, es war jetzt ein Treffer. Der andere Teil vom blauen Herzen war ja durch die Tür weg. Ja, Speed-Up ist gut. Speed-Up ist gut. Dann kann man auch mal sich einen Speed-Down kassieren. So, apropos Speed-Up. Wir wollen ja Dings versuchen. Wir wollen uns ja am Speed-Run versuchen. Also halt hier Boss-Rush. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Das ist auch ein sehr gutes Item. Deswegen werde ich jetzt nicht alle Räume durchwühlen. Ne? Also, wir haben nicht die Zeit dafür. Ich muss mich drauf verlassen, dass es dann schon laufen wird. Ich gucke nur kurz nochmal nach hier. Weißt du schon? Nee, dann weiter. Ich muss mich einfach drauf verlassen, dass es laufen wird und ich jetzt hier nicht so viel Zeit habe, um alles durchzuschauen. Oh, da wäre jetzt der Berserk-Mode. Der kommt auch gleich. Der ist gleich sehr wichtig. Ja, sehr schön. Schnell nach oben und weiter metzeln. Ja, ich wollte eigentlich noch weiter metzeln, aber... Oh! Zu wenig Münzen für den... Oh, aber ich sehe was. Wir müssen einmal nochmal eine Kurve machen. Da muss ich noch ran. Da muss ich noch ran. So viel Zeit muss sein. So. Und dann war der Weg hier oben nicht ganz used. Okay, mit so viel blauen Herzen. Entschuldigung, den einen Weg gehe ich jetzt noch. Den einen Weg gehe ich jetzt noch. Okay, hat sich nicht gelohnt in dem Sinne, aber war jetzt auch zu verkraften, würde ich sagen. Ah, das war leider ein ganz schlechter Weg für meine Verhältnisse. Dafür, dass ich schnell vorankommen möchte. War das jetzt nicht der beste Weg? Okay, da ist mein Itemraum. Und dann gibt es noch den Bossraum für uns. Und dann haben wir auch die Map tatsächlich mehr erkundet, als ich gewollt hätte. Aber das ist völlig in Ordnung. Sehr schön. Bomben plus ist auch immer gut. Kommt, macht euch einfach weg. So. Okay, das Herz da juckt mich nicht. Dann einfach weiter. Und dann kommt hier gleich, ist sicherlich auch gleich der Boss. Okay, da können wir auf jeden Fall sprengen, weil es gibt eine Bombe mehr. Oh ja, und stimmt, die Explosion, die wir jetzt machen. Die Explosion, die wir jetzt machen. Ah, scheiße. Die Explosion, die wir jetzt machen, sorgt noch dafür, dass wir Gesamtraumschaden machen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, lasst mich mal ganz kurz auf die Karte gucken. Habe ich da...
irgendwas Wichtiges liegen? Ich gehe nochmal ganz kurz. Ja, hier habe ich zum Beispiel eine Bombe liegen lassen. So viel Zeit muss dann schon noch sein. Und hier unten habe ich die. Ah, das habe ich mitgenommen. Dann haben wir alles. Okay. Dann sind wir doch deutlich besser in der Zeit als beim letzten Mal. Deutlich besser in der Zeit. Und wir kriegen jetzt auch einen hundertprozentig sicheren Devil Room, weil 4 blaue Herzen werde ich nicht verlieren in der Zwischenzeit. Das heißt, ich werde keinen Rotherzschaden hier bekommen. Ja, perfekt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Item catchen, noch mehr Speed up und weiter geht's. Okay. Sehr schön. Dann, ja gut, ich habe 4 Möglichkeiten. Ist halt völlig... Haben wir Bild? Ja. Ist halt völlig random, wohin ich laufen muss. Hier geht's auf jeden Fall schon mal weiter. Das ist doch schon mal gut. Das Speed-Up ist natürlich auch sehr schön. Also, so schnell wie wir jetzt unterwegs sind, das noch in Kombination mit dem Berserk, wird interessant. Nicht treffen lassen, die machen böse Schaden. Sehr gut, sehr gut. Du machst auch einen Abflug, prima. Ah, okay. Nein, das war dumm. Ah, das war dumm. Zweimal dumm. Zweimal dumm. Aber es gibt Schlimmeres. Okay, kann ich noch nicht einsammeln. Aber es gibt Schlimmeres. Na. So. Okay. Muss noch weg. Okay, sehr schön. Schlüssel. Bisher ist der Weg okay. Nein, was? Wo kam der Treffer her? Den habe ich nicht realisiert. Da war ein blauer Stein. Den müssen wir da auf jeden Fall nochmal kurz zurück. Aber jetzt werde ich erst den Berserk-Modus ausnutzen. Da ist schon der Bossraum. Okay. Da ist schon der Bossraum, aber dann haben wir... Okay, wir haben so viele Bomben. Ich werde mir mal kurz... Ja. Wobei, wartet kurz. Was ist jetzt besser? Ach, was davon ist besser? Das Bible Tract gives you a higher chance of eternal hearts. Das würde ich dann doch mitnehmen. Ja. Weil der Liberty Cap ist, glaube ich, etwas schwächer geworden. Nicht sicher. Irgendjemand hatte mal irgendwas geschrieben, dass der irgendwas nicht mehr kann, was er vorher konnte. Ich weiß nur leider nicht, was es war. Oh, da war ein HP-Up dabei. Und ein Speeddown und das ist nicht mehr so schlimm, weil wir haben genug Speed-Up gehabt. Das ist genau, was ich meinte. So Speeddowns können wir dann verkraften. Und auf Kosten eines HP-Ups ist das natürlich voll in Ordnung. Sehr schön. Hier geht's nicht weiter, ne? Okay. Mist. Dann müssen wir jetzt aber trotzdem... Also den Itemraum möchte ich schon immer mitnehmen in jeder Ebene. Da bin ich, so gierig bin ich dann doch nach Items, dass ich... Den Itemraum müssen wir schon finden. Was ich jetzt zum Beispiel nicht machen würde, wäre der Shop mit 4 Münzen in den Shop rennen, halte ich für Schwachsinn. Okay, vorsichtig. Ja, natürlich laufe ich als erstes in den Shop. Da gehen wir gleich wieder zurück. Was ist hier drin? Sollen wir? Ja, doch, das könnte schon gutes Zeug sein. Das könnte schon gutes Zeug sein. Und wir sind jetzt im Moment noch in einer Zeit, in der wir uns die Räume hier leisten können. Na, so viel dazu. Welches Trinket ist jetzt besser? Nee, ich würde bei den Eternal Hearts bleiben. Solange wir nämlich viele blaue Herzen haben, haben wir auch eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Eternal Heart sich auslösen wird. Und wir es nicht verlieren werden. Wenn wir es denn dann mal bekommen. Aber jetzt der Raum dauert jetzt noch ein bisschen. Aber wir verwandeln uns auch gleich, dann geht es ein bisschen schneller voran.
Na, ah, Mist. Okay, jetzt aufpassen. Gut. Okay. Okay, das war in Ordnung. Das war in Ordnung. Es hat jetzt insgesamt nicht wirklich einen Gewinn gebracht. Aber es war okay. Da käme ich ran mit Verwandlung. Ah, wir müssen tatsächlich den kompletten... Ach, Mann. Bisher hatten wir Glück beim Curse Room. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal nur riskieren sollte, aber ich... Ich würde es fast sagen. Ich würde... Oh, come on. Oh mein Gott. Curse Room. Ja, komm. Ja, hat sich schon gelohnt. Hat sich schon gelohnt. Alles gut. Also, wobei, das Herz kriege ich einfach zurück. Insofern... Ja. Wie sieht das jetzt aus? Weil jetzt... Ja, das ist schon cool. Jetzt brauchen wir nur noch mal ein bisschen hier mehr Tiers und so und dann ist alles cool. Okay. Mehr kann ich hier nicht tun. Abflug. Dann haben wir soweit alles. Da wir jetzt Faith Up haben, würde ich trotzdem noch ganz kurz den Supergeheimraum versuchen, der halt hier oder hier schnell sein könnte. Okay, dann nicht. Okay. Und jetzt haben wir nämlich hier auch... Ne? Jetzt haben wir hier auch schönes Mega-Damage, wenn wir uns verwandeln. Das ist sehr geil. Polyphemus und der Berserk-Mode ist sehr geil. Engelraum. Schade. Aber ein schönes HP abnehmen wir mit. Das gefällt mir. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Völlig okay. Alles gut. Alles gut. Weiter. Wir sind auch schön in der Zeit. Oder? Unter 10 Minuten, ne? Ah, gerade bei 10 Minuten. Okay. Bisschen Gas geben jetzt. Ein bisschen mehr Gas geben. Okay, Schlüssel. Sollten wir auch weiterhin gut einsammeln und horten. Wir schießen jetzt halt langsamer. Aber wenn dann, genau, wenn das losgeht, dann ist Feierabend. Jetzt wäre es nur schön, wir könnten das weiter nutzen. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Weil dann kommen wir hier sehr gut durch die Räume durch. Nein, das ist jetzt kacke, weil jetzt... Ach Mann, das hasse ich. Das hasse ich so abgrundtief, aber ich muss den Raum machen. Ja, ach Mann. Alter. Das sind die nervigsten Räume, aber ich muss halt wieder durch den Raum durch nachher. Okay, die zwei Kisten können wir uns holen. Gar kein Problem. Ja. Ja, passt. Hat sich schon gelohnt. Hat sich schon gelohnt. So. Ja, aber diese blöden Steinviecher haben uns jetzt natürlich wieder gest... Ach, der ist gar nicht anzugreifen. Okay, den nutzen wir natürlich auch wieder, den Raum. Wir haben genug blaue Herzen. Das kann ich mir leisten. Komm her. Schnell die kaputt machen. Okay, perfekt. Und jetzt können wir... Ah, nein! Da hat es gerade das Credits-Ding gedroppt, ne? Scheiße. Müsste ich eigentlich schnell nochmal rein, oder? Ach. Bin zu schnell wieder raus. Nein, jetzt ist der wieder weg. Ah, ja, jetzt ist der Boss hier. Ich würde aber sagen, wir gehen gleich in den Bosskampf. Weil wir jetzt nämlich, genau, jetzt kriegen wir gerade die Verwandlung rein. Und wir haben 67% Engelraum. Sehr geil. Leider nicht mehr so viele Schlüssel. Okay, den nehmen wir noch mit. Okay, was macht der Fragezeichen?
Habe ich leider keinen Schlüssel mehr für den Itemraum. Siehst du, jetzt ist es. Aber es ist okay. Wir haben ganz viele Sachen, wir haben coole Sachen bekommen. Will ich nichts sagen. Activates the Book of Dead Effect, spawning a bone orbital for each enemy killed in the current room. Okay, das ist cool. Aber Devil ist auch cool. Devil würde ich doch eher lieber mitnehmen, muss ich gestehen. Sollen wir uns an dem Engel noch kurz vergreifen? Ja, die Zeit haben wir. Die Verwandlung ist super gut für Bosskämpfe. Oh mein Gott, ich habe gehofft, dass noch ein Schlüssel kommt, aber gut, dann nicht. Okay, wir kriegen keinen weiteren Schlüssel mehr. Ist es in Ordnung, ich muss damit leben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Wie sind wir in der Zeit? 12. Ich kann es mir eigentlich nicht leisten, jetzt noch Itemraum zu suchen, ne? Aber wir laufen so schnell durch die Räume. Nee, komm. Er kann ja nur... Ah, shit. Okay, ich hoffe, er ist hier unten. Perfekt. Ah, ich habe keinen Schlüssel! Oh mein Gott. Was macht das Ding? Was machst du? While held, this item spawns a familiar that can be moved around using the arrow keys and deals 1,5 damage per tick to any enemy it touches. When activated, you teleport swapping places. Oh mein Gott, das ist ja cool. Damit komme ich umsonst in den Curse Room rein. Okay, das ist interessant. Huch, falsche Taste. Das heißt, den kann ich so bewegen und mich dann dahin teleportieren. Ah, kann ich nicht, oder was? Ja, okay, egal. Jetzt schnell weiter. Kann mir sicherlich nützlich sein. Kann mir nützlich sein, wenn wir irgendwie sowas haben, was nicht erreichbar ist, wo man sonst hinfliegen müsste oder so, ne? Dann kann es ziemlich interessant werden. Dank Devs. Okay, let's go. Hier kann ich jetzt zum Beispiel sagen, hier, zack, einfach in die Mitte rein. Das ist ja geil! Ah, geht halt kaputt. So, jetzt schnell los. Da ist noch ein Schlüssel, ich weiß es. Ich hole mir den gleich. Ich muss erst weiterspielen. Ah, Mist. Schon wieder vorbei. Okay, aber hier geht's eh nicht weiter. Hier geht's eh nicht weiter. Alles in Ordnung. Alles gut. Ja, das ist ja geil. Die Puppe. Mann! Mach dich weg. So. Gerade so schnelle Gegner sind ein bisschen ein Problem, wenn die Tierrate so niedrig ist. Okay. Kommt her! Mist, die brauchen zu lange, bis die herkommen. Ah, das ist doch scheiße. Ich habe gelesen, man kann sich damit auch in die Feuer teleportieren. Und die gehen dann kaputt. Ohne dass man sozusagen Schaden nimmt. Das ist cool. Itemraum. Okay, wir gehen aber erst weiter.
Ganz schnell. Wir werden jetzt keinen Engelraum mehr bekommen, das habe ich mir versaut, ich weiß, aber ist egal. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. So, schnell noch zum Itemraum zurück. Schnell noch zum Itemraum zurück und dann ist das in Ordnung so. Nehmen wir mit. Und raus. Dann haben wir jetzt relativ schnell die Denkdevs erledigt. 5 Minuten noch übrig. Ich fülle noch ganz kurz mein Herz auf. So viel Zeit habe ich auch noch. Oh, die 2 Bomben nehmen wir auch noch. Nehmen wir auch noch mit. Und jetzt aber raus. Jetzt aber raus hier. Ganz fix. Okay. Das ist ein cooles Item. Wenn man mal mehr Zeit hätte, dann wäre das tatsächlich interessant. Ah, shit, ich hab nicht aufgepasst. Rote Herzen werden zu blauen Fliegen oder irgendwie sowas war dieses Ding. Nee. Okay, cool. Okay, cool. Aber jetzt, boah, was machen wir denn jetzt? Der Typ könnte mir halt schon einige Sachen nützlich machen. Book of Revelations ist auf jeden Fall auch cool, aber... Ich bleib bei dem Typ hier. Der kann geile Sachen. Der kann richtig geile Sachen. Oh Gott. Wir verwandeln uns zum Glück gleich, dann räumen wir hier einfach auf. Da wollte ich nicht rein. Mann! Ah! Bin zu schnell. Bin zu schnell gewesen. Scheiße. Experimental Pill, wir probieren es aus. Tears Up, Speed Down, völlig in Ordnung. Tears Up ist sehr wichtig, was wir gerade brauchen. Da könnte ich jetzt zum Beispiel auch sagen, hier. Und dann hier. Ja, das ist ja super entspannt. Man kann damit wohl auch Gegner angreifen. Geil. Okay, ja, ist in Ordnung. Wir haben so viel Speed up, wir können die Speeddowns vertragen. Ich sehe was. Sehr schön, sehr wichtig. Also ich glaube, den Speedrun werden wir... Also den Bossrush werden wir bekommen. Ob wir ihn schaffen, ist eine andere Geschichte. Ach, dieser scheiß Geist, der jetzt 3 Jahre braucht, bis er spawnt. Hier wenigstens gleich kaputt. Okay, zack. Und... Zack. Nice! Ey, das ist so gut. Ey, das ist so gut. Ja, leider gerade kein 7er-Item. Ist in Ordnung. Ah, stopp, das habe ich auch gelesen. Auch die kann er kaputt machen. Das ist so chillig. Komm mit. Falls es... Vielleicht nützt es uns später was. Okay, wir sind beim Boss. Sehr gut. Und man kann so auch zum Beispiel diese Kisten öffnen, diese Kisten, für die man sonst, ne, weißt du schon. Okay, 17 Minuten. Will ich noch irgendwas kurz nachholen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Passt. Ich denke, das ist von der Energie her auch in Ordnung. Das sind ganz gute Voraussetzungen. Also von der Zeit her schaffen wir es auf jeden Fall rein. Das ist nicht das Problem. Und ich muss Devil mitnehmen. Nee, Devil nicht, aber hier Dings, weil wir ja dann Richtung Satan weitergehen wollen würden. So, was ist jetzt von dem hier am geilsten? Das ist Dr. Fetus, ne? Boah, jetzt muss ich einige Items nachgucken. Ist das Dr. Fetus? Kommen dann die...
Genau, dann schieße ich Bomben. Ich meine, wir machen krasses Damage mit irgendeinem Dings, aber wir sprengen uns halt selbst damit. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das will. Ich gucke mir mal kurz die anderen Sachen an. Es ist nur das Problem, dass ich die Namen nicht so gut weiß. Deswegen muss ich die jetzt so suchen. Und ich auch vor allem nicht weiß, wo die dazugehören. Das kann jetzt ein ganz kurzes bisschen dauern. Ich glaube aber, die sind keine Repentance-Items gewesen. Ich glaube, die gab es schon vorher. Ich hatte sie nur nie. Ich gucke jetzt nicht lange bei Repentance. Ich gehe gleich mal zu Afterbirth Plus. Afterbirth Plus sind schon mal die Pop-Eyeball Tears. Replaces Isaac Tears with Eyeballs that can bounce off each other. Have no longer limited by range and will instead dissipate when they stop moving or when hitting an enemy or obstacle. Weiß nicht, ob das für Polyphemus so eine geile Kombination ist, ehrlich gesagt. Bin ich mir unschlüssig. Und das andere ist, glaube ich, dieser... Ach da, der Fruitcake, genau. Ah, gives your tears a different effect with every tear you fire. Das könnte sogar... interessant sein. Ja, und das, die Bohne brauchen wir uns gar nicht weiter angucken. Die Bohne ist natürlich Quatsch. Lasst mich ganz kurz Synergie nachschauen. Ob ich eine Synergie rausfinde von Polyphemus plus Dr. Fetus. Gives the visual effect from the Mr. Mega Item greatly increase their damage. Aber ich schieße halt sehr selten. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Ich würde es lieber mal nicht machen. Ich würde Dr. Fetus mal nicht nehmen. Es wäre natürlich dann für weitergehende Sachen cool, aber hier laufen viel, die Bosse hier bewegen sich viel. Ich glaube, die Bomben treffen dann nicht so schnell, wie ich mir das vorstelle. Ich tendiere zu dem Regenbogeneffekt oder zu dem da. Wir probieren den hier. Ja, ich denke, das ist okay. Ich denke, das ist okay. Mist, aber ich hab den Gegner nicht mehr gesehen. Und natürlich werden wir uns jetzt noch oft verwandeln. Und da hoffe ich natürlich drauf, dass wir die Verwandlung gut nutzen können. Mist. Muss besser aufpassen. Ah, Mist! Okay. Das war doch schon mal ganz gut. Es liegen auch einige Herzen rum, das ist auch ganz nett. Oh Mist, ich habe irgendwo meine Karte liegen lassen. Ich wollte eigentlich Devil einsetzen. Ich habe irgendwann meine Karte liegen lassen. Sehe ich gerade. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich wollte eigentlich Devil hier einsetzen. Aber ich meine, wir haben eh genug Damage. Devil hätte jetzt auch nicht viel verändert hier an der Geschichte. Aber ich ärgere mich gerade trotzdem, dass ich die Karte einfach habe liegen lassen. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Sehr schön. Das macht schönen Schaden hier alles. Da sehe ich mich. Also das Krasseste ist halt gerade Polyphemus plus der Berserk, ne? Das ist eigentlich gerade das Krasse, was gut ist. Gar nicht so das Schießen mit Polyphemus, aber der Berserk plus Polyphemus ist super gut.
Na, ich habe damit gerechnet, dass das passiert, aber ich habe nicht schnell genug ausgewählt. Bin nicht schnell genug ausgewählt. Aber guck mal, es liegen so viele rote Herzen rum, selbst wenn wir jetzt getroffen werden. Also ich sehe hier keine großen Probleme. Moment, was das hier angeht. Ja, das blaue Herz wollte ich noch nicht einsammeln. Das hätte ich gerne nachher erst eingesammelt, aber was soll's. Okay. Wir verwandeln uns gerade echt oft. Sehr schön. Wenn wir hier noch länger kämpfen, dann wird es mit Hasch allerdings knapp. Ich wollte eigentlich gerne beide Speedruns in einem Wisch machen. Wenn ich das eine schaffe, dass ich auch das andere schaffe. Okay, da gibt es nochmal Kills Heal. Das ist sehr schön. Liegt irgendwo noch ein blaues Herz rum. Ganz kurz gucken. Wir sind bei 21 Minuten. Das ist eigentlich sogar okay. Das ist okay. Liegt irgendwo noch ein blaues Herz rum? Weil rote Herzen nützen mir nichts. Okay, dann Abflug. Alles gut. Ist hier noch irgendwo ein komischer Stein? Nein, dann weiter. Okay, wir machen richtig krass Damage. Schnell durch. Schnell durch. Jetzt wird sich vor allem zeigen, inwiefern die Augen für die Viecher hier gut waren. Ah ja, doch. Ich denke schon, dass das gut war. Und auch hier wieder, sobald wir verwandelt sind, versuche ich durchzuracen, ist klar. Weil jetzt müssen wir ja nicht nach... Ah, shit! Jetzt müssen wir ja nicht nach irgendwas suchen oder so. Jetzt geht es ja einfach hier durch. Ich muss halt nur aufpassen, jetzt ist halt jeder Schaden, den wir nehmen, ist halt noch schlimmer. Ja, jetzt hat seine Todesanimation zu lange gedauert. Nein, da oben brauche ich gar nicht rein. Wir gucken ganz kurz. Nee. So, drei Kisten oder so hätte ich weitergemacht, aber so nicht. Weiter. Es geht immer noch weiter, das ist gut. Mist, das war nicht gut. Ah, ich muss auf meine Energie achten. Scheiße. Mann! Das war jetzt richtig scheiße. Oh, das war sehr gnädig vom Spiel. Habe ich zwar nicht verdient. Ach, kacke. Aber es geht immer noch weiter. Der Weg geht immer noch weiter, das ist gut. Aber ich muss auf die Energie achten. Ich darf hier nicht leichtsinnig werden. Überhaupt nicht. Hättet ihr Dr. Fetus genommen? Ich war mir da echt unschlüssig. Ich glaube, mit Bomben treffe ich nicht so gut. Deswegen habe ich es gelassen. War mir zu risky. War mir wirklich viel zu risky. Mist. Okay, hier geht es immer noch weiter. Ich denke, wir sind schon auf dem Weg zum Boss. So, jetzt. Ah, ich komme aber nicht schnell genug rüber. Ich wollte das nicht mitnehmen. Aber schnell zum Boss. Mann, die gehen wieder nicht auf. Ich hasse das. Ah, ich hole ganz kurz mein Faith Up zurück. Das hätte ich schon gerne wieder. Danke. Und hier geht's aber hier geht's ziemlich sicher zum Boss. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ja. Okay, das sprengen wir kurz auf, aber so, dass der mitgenommen wird. Das war super dumm. Scheiß drauf, ich habe genug Bomben. Komm, den nehmen wir noch mit. Okay, dann ist da nichts. Okay, das dürfte auch, sobald der Berserk draußen ist, gut laufen. Das war dumm. Vor allem habe ich jetzt dadurch wieder meine Chance reduziert. Das war natürlich... Na, was soll's. Mann! Sehr schön. Die gibt nochmal ein bisschen Kohle. Aber das war's dann auch.
24 Minuten. Eine Sache mache ich ganz kurz noch. Ganz kurz. Ich setze hier eine Bombe. Dann setze ich ganz kurz hier eine Bombe. Kurz Steine gucken. Nichts Spannendes, ne? Ja gut, da haben wir ein paar mehr Bomben bekommen. Okay. 5 Minuten Zeit. Sollte hinhauen. Ich bin da gerade ganz guter Dinge. Okay, den Quatsch könnt ihr behalten. Den Quatsch könnt ihr behalten, Freunde. Mist! War risky, aber ich musste ein bisschen mal. Oh, nice. Also, nice, wenn ich Zeit hätte. Wenn ich Zeit hätte, nice. So eher nicht. Jetzt nimm's halt mit, Mensch. Okay, das Auge weg, das Auge weg, das Auge weg, das Auge weg. Gut. Oh mein Gott. Oh, ich komm ran. Aber oh, das würde ich nachholen, weil jetzt komme ich, wenn ich jetzt getroffen werde, ist es gleich wieder weg. Wenn wir Zeit haben, hole ich es nachher, ansonsten lasse ich es liegen. Aber ich kann es jetzt nicht mitnehmen. Der komplette Weg war Müll, aber er ging zum Glück schnell. Der Weg ging zum Glück schnell. Tower brauche ich nicht. Okay, das geht direkt runter. Da will ich noch nicht hin. Da kommen jetzt Dinge aus dem Boden raus. Okay, das ging schnell. Aber hier geht es definitiv zum Boss. Hier geht es ziemlich sicher zum Boss. Ich spreng einmal ganz kurz hier. Zumindest die Dinger kann ich in die Luft. Das ist, könnte was Cooles. Okay, dann nicht. Auch kein blaues Herz. Nein. Ja, dann lass es. Oh Junge, was ist das denn hier für ein Quatsch? Isaac's Heart. Okay, da ist der Kopf. Der Kopf. Das Herz. Gut, wir haben genug Zeit. Wir können uns nachher noch das weiße Herz holen. Muss nur dran denken. Nice. Okay. 27 Minuten, perfekt. Dann gehen wir schnell das weiße Herz holen. Und dann kommen wir zu Hush. Gott, Hilfe. Ganz, ganz gefährlicher Weg. Wo ist er denn? Da. Und zurück. Und jetzt nicht treffen lassen von irgendwas. Gerade durch die Stacheln durch. Hier nicht gerade durch. Und dann... Eigentlich können wir hier noch kurz sprengen. Und wenn es da nicht ist, können wir hier noch kurz sprengen. Wir haben Bad Trip schon gefunden. Eigentlich kann nichts Schlimmes passieren. Es ist effektiv nichts allzu Schlimmes passiert, aber es ist auch nichts Gutes passiert. Gut. Auf geht's. Wir haben unseren Speedrun geschafft. Jetzt müssen wir noch den Hush besiegen. So, erstmal hier alles öffnen. Oh nein, Curse of the Blind. Ich sehe die Items jetzt nicht, wenn Items rauskommen. Ist dein Ernst, Spiel? Ich sehe jetzt die Items nicht, die ich auswählen darf. Geil.
Oh, come on. Oh, das ist kacke. Ja, ich sehe es halt nicht. Lump of Coal habe ich dadurch bekommen, ist okay. Champion Belt ist auch in Ordnung. So, was haben wir hier? Ich nehme einfach beide Male oben. D20, nee. Und hier nehme ich auch oben. Harlequin Baby. Naja, gut. Wären jetzt keine Items, die ich freiwillig genommen hätte, aber vielleicht sind sie ja besser als das, was man hier... Achso, ich könnte ganz kurz in die 20 hier einsetzen. Vielleicht waren ja blaue Herzen... Oha! Yo, da können Kisten draus werden. Stabil. Das nenne ich mal stabil. Oha, der D20 hat mir gerade einen HP indirekt verschafft. Okay. The World. Ja. Ich bleib mal bei Magician, weil den würde ich hier oben jetzt gerne einsetzen. Okay. Ich denke, ausrüstungstechnisch sind wir ganz gut dran und ich denke, sobald wir uns verwandeln, läuft es auch in Ordnung. Hoffe ich mal. Ups, ich habe nicht aufgepasst. Entschuldigung. Bin echt gespannt, wie der Damage von Berserk sich dann auf ihn auswirken wird. Wenn er groß ist. Also jetzt. Oh, weia. Hm. Aber immerhin können wir schön die Schüsse von ihm wegschießen. Aber wir machen echt nicht so viel Schaden. Diese Damage-Skalierung ist echt krass. Die merkt man immer wieder und wieder und wieder. Aber wir verwandeln uns auch sehr schnell. Wir verwandeln uns schon auch sehr schnell, das muss man schon zugeben. Aber ich habe leider kaum Schutz. Die Hälfte ist down. Ja, jetzt kommt die Scheiße, ich hasse das. Ah, dann zum Glück kann ich die schön wegschießen. Jetzt kommt die Kacke. Das hasse ich nicht so, das ist okay. Ja, das sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. Okay, vorsichtig. Ich sollte nicht zu viel reden. Nicht zu voreilig hier arbeiten. Aber wir haben ja auch noch Kills Heal. Das ist auch sehr praktisch. Das hat mir gerade noch mal ein paar Herzen besorgt. Nein. Lass mich in Ruhe. Mach einen Abflug. Nein. Okay, das war noch mal. Guck mal meine Herzen an. Die sind relativ schnell runtergegangen. Soul of Samsung. Son. Has appeared. Okay. Und bevor wir gar nichts mitnehmen, nehme ich das mit. Wait, welcher Weg ist denn jetzt der richtige? Hä? Ah, ich habe kein Geld mehr. Stabil. Okay. Wir gehen auf Nummer sicher. Wir gehen auf Nummer sicher und füllen uns auf, so gut es geht. War hier noch was? Nope. Vielleicht wäre der D20 jetzt besser, aber ich würde trotzdem weiterhin den Kollegen hier... Wobei, was soll jetzt noch an großen Überlegungen kommen, dass der... Doch, die blauen Feuer in Sheol und so. Doch. Aber was jetzt hier oben?
Ach so, nur noch The Void. Oh mein Gott, zum Glück kann man da zurück. Ich will ja nicht in The Void, ich will ja nach Sheol. Abflug. Denn wir wollen ja am Ende in den Dark Room. So, wir haben ja noch... Also ich meine, ich bin schon voll zufrieden. Bin schon voll zufrieden. Ne? Wir haben die Speedrun-Geschichten haben wir schon hinter uns. Wenn jetzt das hier schief gehen sollte, dann können wir natürlich Satan und Leviathan wann anders besiegen. Aber es wäre natürlich schön, das jetzt auch noch mitzunehmen. Ist ganz klar. Oh Gott. Das war frech. Aber ich sehe da auch ganz gute Möglichkeiten, ehrlich gesagt. So. Na, wo laufe ich? Achso, ne, doch. Ist in Ordnung. Denn dann sind wir einmal Bücherwurm geworden. Ja, aber ganz ehrlich, jetzt nehme ich dann schon das Telepathiebuch mit, ne? Also, sind wir mal ganz ehrlich. Jetzt ist der Moment, wo wir die Puppe hergeben. Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir die Puppe hergeben. Wenn noch ein cooler Effekt hier irgendwo ist, wo man die Puppe gut nutzen könnte, kann ich sie ja nutzen. Hier könnte ich jetzt umsonst rein. Ich weiß, das lassen wir jetzt mal. Wobei, jetzt habe ich eigentlich keine Zeit. Jetzt habe ich keinen Zeitdruck mehr. Wir probieren es mal aus. Wir probieren es mal aus, dass ich weiß, wie es funktioniert. Also. Achso, ich muss dann auch laufen. Ah, I see. Und die kann ich auch öffnen, ohne Schaden zu nehmen. I see. Very interesting. Jetzt komme ich auch so wieder raus hier, ja? Ja, das ist ja echt geil. Das ist ja echt geil. Okay. Fühl ich. Ah, Mist. Okay. Der Weg war jetzt nicht so nützlich bisher allerdings, muss man zugeben. Oh, vorsichtig. Die machen hier gleich böse Stress. So, Stress hat sich erledigt. Oh, die sind schnell. Aber ich bin schneller. Das lief nicht, wie es sollte. Mist, ich war zu langsam. Ah, Mann, ich hasse das. Oha. Kein schöner Raum. Wenn wir jetzt hier, glaube ich, ganz gut hier ein bisschen Verfolgung anzusetzen. Ja, komm, lad auf. Dass wir es gleich wieder haben. Lustig. Okay. Oh ja. Das ist jetzt zum Beispiel ein Fall, wo ich mir die Puppe nochmal einfach schnell zurücksnacke. So. Weil die vier Feuer lasse ich mir nicht entgehen. Ich meine, ich könnte sie auch einfach aufbomben. Aber wer bin ich denn, wenn ich schon die coole Puppe habe? Das finde ich viel stylischer. Das gefällt mir extremst gut. Vielleicht hat es mir nichts gebracht. Ach Mann. Sind Darkroom viele vor. Was ich mich gerade gefragt habe, hat der Telepathie, der Teledings, also der Effekt überhaupt was gemacht? Also sind die überhaupt zielsuchend geworden? Oder nehme ich das völlig umsonst mit? Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass die zielsuchend geworden sind.
Wir testen es nochmal. Okay, doch, die sind zielsuchend. Alles gut, alles gut. Und wie die zielsuchend sind. Ja, optimalo sogar. Das bedeutet ja auch dann, dass die alle dann... Oh ja, das ist dann ja richtig geil. Ja, okay. Nee, nee, nee. Alles gut. Bin ich voll dafür. Oh Mist, reingelaufen. Oh Mist, reingelaufen. Das war nicht so gut. Ach Mann. Okay, wir bräuchten noch mal ein bisschen Energie, muss ich gestehen. Was wir mal machen können, ist den Geheimraum suchen. Okay. Lol. Wollte jetzt nicht beide mitnehmen, aber es ist in Ordnung. So, ja, haben wir 99 Schlüssel. Ist doch schön. Deswegen hole ich mir jetzt auch noch die eine Münze hier. Denn jede einzelne Münze gibt ja die Möglichkeit, bei der Maschine noch was zu holen. Und ein blaues Herz wäre schon ganz nett. Freund. Ach, komm schon. Aber er will nicht gönnen. Er will einfach nicht gönnen. Na gut. Okay, Vorsicht vor dem roten Geist. Okay, roter Geist hat sich erledigt. Dann sollte jetzt alles laufen. Oh, komm, Herzen. Ach, Mann. Das ist immer so ärgerlich. Okay, Vorsicht. Sind wir in Bossnähe? Vielleicht. Oh Gott, die sind ganz gefährlich. Oh nein, ich muss... Oh, ich sehe, was ich machen muss. Okay, die drehen sich, aber die sind nicht zielsuchend. Alles gut, die drehen sich einfach nur. Gehst du jetzt auf? Nein. Der Raum dauert ein bisschen, aber es ist okay. Okay, wir können noch mal weiterspielen. Wir können noch eine Runde weiterspielen. Das werden wir auf jeden Fall nutzen. Gib mir blaue Herzen. Oder... Nee, sowas nicht. Oder The Sun. The Sun würde ich auch nehmen. Ah, come on. Immer noch nicht. Kills Heal könnte auch mal wieder was tun, gerne. Ich werde jetzt hier jedes Mal probieren, ob hier der Geheimraum ist, weil wir nähern uns dem Boss und der könnte... Ja, perfekt. Nein, ich habe das ganze Geld teilgegeben. Feels Batman. Mist. Okay, weiteres Geld, was wir finden, bekommt der Bettler. Scheiße. Okay, Vorsicht. Jedes weitere Geld, das wir finden, bekommt der Bettler. Aber wir finden kein Geld mehr jetzt, ne? Shit. Ah, oh, das ganze Geld. Ah, oh, das wäre schön da drin gewesen. Das wäre da drin besser investiert gewesen. Dann sprengen wir das Ding jetzt in die Luft. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen Geld raus. Oder Herzen oder irgendwas. Sehr schön. Und dich auch noch. Na, vielleicht ist er ja für 9 Münzen zu haben. Hm? Sei gut. Ich weiß, wir sind im Hard Mode. Da seid ihr sehr knauserig. Komm schon.
komme ich noch irgendwie an Geld? Gibt's hier irgendwo noch einen Dingsraum? Einen, hier, weißt du schon. Da habe ich einen Stein vielleicht sogar übersehen. Ah, das ärgert mich mit dem Geld, ne? Ah, wenn man das vorher wüsste, dass sowas passiert. Aber man weiß es halt vorher nicht. Kein Raum für mich. Nichts. Nichts. Oh, euch habe ich vergessen. Nice. Hat sich doch schon gelohnt. Was ist das eigentlich? Nee. Kannst da liegen bleiben. Hat mir hier noch irgendwas mit Stein? Glaub nicht. Oh, never mind. Ah, hier sind sogar noch zwei Totenköpfis. Ah. Na gut. Dann ist es so. Oh, lol. Kann der Geld geben? Nee, ne? Jo, komm zu Papi. Aber kann ich trotzdem die da drüben sprengen? Ich meine, ich hätte ja eine Möglichkeit, darüber zu kommen, wenn ich einen davon aufkriege. Aber ich krieg nicht einen davon auf, ne? Wie kriege ich das da drüben kaputt? Ich käme hin. Ich käme hin, wenn ich eins wegbekomme. Aber ich krieg nicht eins weg. Na, ich habe da keine Möglichkeit zu. Oh, das, war nicht, was ich mir erwünscht hatte. Nee, ich krieg die nicht explodiert da drüben. Ah, das ist ärgerlich. Ah, nee, da komme ich nicht ran. Doch, ich komme ran! Ich komme ran. Jetzt kommt hier mein Trick 17. Nee, wo war denn das? War das in einer anderen Ebene mit The Tower, was ich habe liegen lassen? Das war in einer anderen Ebene, oder? Okay. Dann ist alles gut. Dann nutze ich keinen The Tower. Ja, komm, dann gehen wir. Passt schon. Passt schon. Ist okay. Was war das andere eigentlich noch für eine Karte? Ach, das ist das. Nee, das nützt mir nichts. Okay, wir kriegen kein weiteres Geld mehr. Ist in Ordnung. Ich habe alles getan, was ich konnte. Ich habe alles getan, was ich konnte. Glaube ich. Wir haben auf jeden Fall noch... Oh, ich habe noch nicht alles getan, was ich konnte. Wir haben auf jeden Fall nochmal aufgerüstet und das ist in Ordnung. Na, da wird jetzt auch keine Trapdoor mehr kommen. Ist okay. So, wir hatten ja heute schon das Vergnügen, Kollege, ne? Alles easy. Ciao. Ups. Leider kein Geld mehr. Also wir kriegen, die Maschine kriegen wir einfach nicht mehr. Ist in Ordnung. Die Maschine, sage ich schon. Den Deal-Typ. Na gut. Dann Abflug. So. Es bleibt nur noch ein einziger Boss, den wir in diesem Rand machen können.
Ich gucke natürlich, was es hier gibt. Aber nichts davon ist nützlich. Bezogen auf das, was ich habe, würde ich sagen, nichts davon ist nützlich, oder? Sind wir mal ganz ehrlich? Ich glaube, davon ist kein Deal wirklich brauchbar. Mm-mm. Vielleicht der Contract. Lass mich den nochmal genau durchlesen. Ich glaube, das war nur, dass irgendwie was doppelt droppt oder sowas. Double Pickups and Chests from Clearing a Room. Ja, also... Doch. Angenommen, der droppt jetzt hier Herzen und sowas, dann würde ich doch sagen, da können wir ein Herz mal opfern. Ein Herz können wir da mal opfern. Okay, let's go. Na, und wenn die jetzt zum Beispiel Herzen droppen, dann kriegen wir das Doppelte. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Großer Raum. Okay, easy Raum. Kein Problem. Ein paar Trollbomben, aber sollten wir klarkommen. Jetzt kriegen wir hier zwei Schlüssel, die brauche ich nicht mehr, aber ihr seht, wohin die Reise geht mit diesem Contract. Kann man nutzen. Vorsicht, okay, ich muss aufpassen, wenn ich in den Raum zurückkomme, dass ich hier nicht Quatsch einsammle. Also ich wäre schon bereit gewesen, ein paar Deals zu machen, aber die anderen Sachen sehe ich nicht so wirklich ein. Ah, fuck. Ach, da war noch ein Gegner. Ja, scheiße. Na, hier geht's auch wieder nicht weiter. Nutzloser Weg. Aber wie gesagt, gerade wenn jetzt Herzen droppen sollten, dann wäre das schon cool. Und dann wäre es das auch wert gewesen. Mist! Aber es droppt leider gar nichts. So, zum letzten Mal in dem Raum. Jetzt kann mir nichts mehr passieren, wenn ich da versehentlich reinlaufe. Vorsichtig. Jo! Was geht? Das war interessant. Ich würde trotzdem gerne ein bisschen Energie bekommen. So gut das jetzt war, aber ich würde trotzdem gerne ein bisschen Energie bekommen. Ja, Kills Heal, sehr schön. Okay, irgendwo ist noch ein Gegner. Ach, da ist noch ein Gegner. Irgendwas gedroppt? Nein, gar nichts. Okay, wir gehen nochmal in den großen Raum. Ich glaube, große Räume sind ganz gut. Lol. Lol, sind die schnell. Jo, was zur Hölle? Der hat aber diesen anderen Speed bekommen. Luck up, speed down. Damit kann ich leben. Ich nehme normalerweise nicht solche Experimental Pills so oft, ne? Also, eigentlich bin ich da vorsichtig, aber wir haben gerade so viel gute Stats, dass ich mir das leisten kann. Hier zwei Bomben. Komm, mach gleich den weiter. Sehr schön. Wir können natürlich auch gleich noch Geheimraum fangen Okay, Bossraum gefunden. Okay, jetzt noch Energie aufladen. Schade. Okay, dann machen wir jetzt noch kurz Geheimraumsuche. Toll.
das ist doch... Guck mal, dafür kam jetzt nochmal Daggers raus. Ist doch schön. Daggers können wir uns nochmal gönnen. So. Und dann passt doch die Geschichte. Abflug. Okay. Wenn wir gleich die Verwandlung am Anfang bekommen, ist das natürlich sehr angenehm. Brauche ich gar nicht den Dings einsetzen. Aber ist okay. Nehmen wir noch mit. Tschüss. Ach so! Wie war das jetzt mit dem Victory Lab? Moment! Ich suche noch mal ganz kurz die Nachricht von Aggressor raus. Da war ja mal was. Da war ja mal was. Wir haben da einmal ein großes Fehlerchen gemacht. Das muss kein zweites Mal sein. Einen Moment. Ich suche das noch mal ganz kurz raus. Also. Das war das, wo ich dachte, ich mache ein Victory Lab und ich muss zu ihm kommen und dann war es irgendwie völlig falsch, ne? Lass mich das nochmal kurz lesen. Wie war da die Regel? Wie habe ich den genannt? Das ist The Lamp. Ich weiß nicht, wie ich ihn genannt habe, aber es ist The Lamp. Complete 3 Victory Labs and start a 4th. Only on The Lamp. Nee, das kann es nicht gewesen sein. Da war irgendwas anderes. Complete a Victory Lab works only when finishing on The Lamp. Das war das. Okay. Okay, also jetzt machen wir ein Victory Lab und es ist egal, wo wir das finishen. Wir müssen es nur finishen. Aber wir mussten es bei The Lamp sozusagen starten. Ja? Okay. Haben wir noch Zeit? Ja, also was jetzt kommt, ist Bonus. Was jetzt kommt, ist Bonus, Leute. Was jetzt kommt, ist Bonus. Wie komme ich jetzt am schnellsten an ein Ende von einem Victory? Also wie komme ich jetzt am schnellsten ans Ende von irgendwas? Wie beende ich am schnellsten das Spiel? Indem ich kein Dings nehme? Oder wann komplettiert man denn ein Victory Lab? Nee, ich glaube, ich mach's lieber schon so. Ich glaube, ich mach's lieber schon so. Weißt du schon. Ich sehe gerade nicht, was es ist, okay. Kann nicht mehr reden. Jetzt ist natürlich voll lustig, dass wir Steam Sale haben. Wenn wir jetzt die Puppe noch hätten, könnte man sich das holen, ne? Das ist schon interessant. Also die Puppe war schon ein cooles Item. Die kann richtig viel, die Puppe. Gefällt mir gut. Warte, komm... Ah, ich kann es nicht testen. Jedoch, jetzt kann ich es testen. Komme ich da mit dem ran? Nein, schade. Items kann man einsammeln, aber keine Items. Ja, geh halt kaputt. Jetzt hier nicht ewig lang rumwuseln. Wir können ja einfach nochmal die Lamp Dings machen, dann sind wir auf der sicheren Seite. Also am geilsten ist halt wirklich Polyphemus plus Berserk. Das haut rein wie sonst was. Na, da kann man nichts sagen. Das haut einfach rein wie sonst was.
So, jetzt einfach durch. Ah, shit. Oh! Ich hab die Idee. Kriegen wir genug Herzen zusammen, dann könnten wir uns ja einfach über den Sacrifice Room in den Dark Room bringen. Das wäre natürlich eine Geschichte. Das würde am allerschnellsten gehen. Dafür muss ich aber ganz viele Herzen zusammenbekommen. Okay, das probieren wir aus. Also jetzt nicht mehr treffen lassen. Und dann schön ganz viel opfern. Mal gucken, ob es hinhaut. Bin gespannt. Nice, Hierophant. Sehr gut, das macht die ganze Geschichte schon mal einfacher. Magician macht's nicht einfacher. Das kann ich selbst schon. Okay, wir nehmen natürlich noch das Boss-Item mit. There we go. Ja, darauf habe ich gehofft. Sehr gut, da brauche ich jetzt gar nicht die anderen Sachen sprengen, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Ah, aber das hier nehmen wir noch mit. Den Kollegen nehmen wir noch mit. So. Und dann nutzen wir jetzt einfach den Sacrifice. Was ist das? Soul of Samson. Slay a thousand. Lass mich das kurz lesen. Das ist das, was wir gerade bekommen haben, weil wir Hush besiegt haben, ne? Ah, dieses Soul. Okay, die Souls bekommt man, wenn man Hush besiegt pro Charakter. Isaac gains the Berserk Effect for 10 seconds. Ja, lol. Ah, okay. Damit kann man also für 10 Sekunden diesen Berserk-Modus erreichen. Ja, das ist cool. Ja, das ist cool. Wenn man nicht eh schon gerade Tainted Samson ist, dann ist das cool. Weil vielleicht gibt es was, wenn man es einsetzt. Ich nehme es mal mit. Vielleicht gibt es ja irgendwie sowas, keine Ahnung, setze jede Seele einmal ein oder so, keine Ahnung. Gut, let's go. Bitte mehr Herzen. Das ist nicht, was ich wollte. Sehr schön. Auch nicht, was ich wollte. Ah, wir können mal kurz hier oben sprengen. Das stimmt natürlich. Das ist okay. Wir gehen mal kurz raus. wir haben ja noch ein paar Räume. Und ich habe noch ein paar Möglichkeiten, Energie zu bekommen. Sonst kann es knapp werden. Sonst schaffe ich es nicht. Ja, sehr gut. Just what I needed. Noch ein Herz vielleicht hier aus dem Feuer? Nein, schade. Okay. Geheimraum könnte man noch machen. Oh, schwierig. Schwieriger Geheimraum, to be honest. Aber wir haben ja genug Bomben zum Rumprobieren. Da sind noch ein paar Herzen rausgekommen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann sollte der Rest jetzt laufen. Was haben wir da oben noch? Haben wir da oben noch irgendwas mit Energietechnisches gehabt? Nee, ne?
Ah, eine Pille, die wir noch nicht kennen. Vielleicht ist er ein Full Heal. Perks. Oh, ja, wobei, das macht, glaube ich, keinen Unterschied in dem, in der Situation. Ich glaube, das macht in der Situation jetzt keinen Unterschied. Aber mal gucken, vielleicht macht es doch Unterschied. Vielleicht zahle ich jetzt nur noch die Hälfte. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Nee. Aber wir sind schon beim Kampf gewesen. Das ist doch auch in Ordnung. Okay, der nächste Kampf. Dann sollten wir gleich den Teleport bekommen. Aber die Energie ist jetzt halt nicht so geil. Okay, zwei Herzen. Och, und The Darkness auch noch. Ja, moin. Ja, nee. Den Kampf müssen wir nicht angehen. Ah, davon ist jetzt auch nichts so wirklich geil. Aber wir brauchen jetzt Energie. Wir brauchen Energie, sonst bin ich tot. Sonst haut der Victory Lab nicht hin. Ich brauche dringend irgendwoher Energie. In welche Richtung gehen wir als erstes? Weiß es nicht. Ich sehe halt nichts. Das ist... Oh, shit! Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Gib mir Herzen. Krieg's jetzt nicht auf, ne? Ich krieg die jetzt nicht auf. Ah, verflucht! Ich schaff den Victory Lab nicht. Ich hab zu viel Herzen geopfert. Und ich krieg keine Energie mehr zurück. Hätte ich gewusst, dass das Perks ist, hätte ich es auch hier erst eingesetzt. Doch, ich krieg's auf. Fühl mich verarscht. Das kannst du behalten. Ja, scheiße. Ich sehe halt nichts. Ah, ich glaube nicht, dass das was wird. Ja, der Schlüssel nützt mir gar nichts. Mist. Der Schlüssel nützt mir gar nichts. Hiervon kann mir kein Ding irgendwie ein Herz geben, ne? Nee. Oder gibt irgendeins davon ein schwarzes Herz? Oh, lasst mich mal ganz kurz lesen. Lasst mich mal ganz kurz lesen. Wenn irgendwas davon auch zusätzlich ein schwarzes Herz gibt, wäre es natürlich chillig. Also. Dark Princess Crown. A crown appears above your head, while at exactly one full red heart of health, you gain plus range up, tears up and shot speed. Ja, das ist zwar cool, dann bin ich zwar stärker, wenn ich schwach bin, aber nützt mir jetzt gerade auch nicht. Wobei, ich kann es ja mal mitnehmen. Ich meine, ist ja egal. Dann haben wir das Book of Belial. Das hat noch nie irgendwas dazu gegeben. Also, was es macht, ist mir bewusst. Nicht das, was ich mir was nützen sollte. Dann haben wir den einen roten Kollegen da. Sister Maggie. Das gibt mir jetzt auch nicht plötzlich ein Herz. Und Conjoint sind wir schon. Und dann haben wir noch... Habe ich vergessen, muss ich nachgucken. Was war das andere Item? Ach, das sind die Brimstone-Bomben, ne? Das sind, glaube ich, die Brimstone-Bomben. Wo sind die denn? Sind die Repentance? Oh, tatsächlich. Plus 5 Bomben und es gibt einen Brimstone-Effekt. Wenn die explodieren. Ja, ist cool, aber nützt mir nichts. Am ehesten nützt mir die Dark Crown gerade was. Aber nicht viel.
Mann, aber dass sich jetzt auch der Dings nicht auslöst, ne? Der Kills Heal. Ein Treffer und ich bin tot. Sehe nix. Kills Heal hat sich ausgelöst. Gib mir noch ein. So, was ist das denn hier alles? Beelzebub. Ah, Mann. Okay, wir haben einen Treffer mehr. Wir können einen Treffer mehr einstecken wieder. Jetzt ist allerdings die Krone weg, ne? Also der Effekt von der Krone ist weg. Ist aber egal. Oh mein Gott, Energie. Okay, wir machen jetzt Schaden über Geld. Ich muss das einmal testen, wie viel Schaden es wirklich macht. Yo! Okay, da verwandle ich mich zurück, wenn ich das einsetze. Kann ich irgendwie... Nee, nur das Ding einsetzen macht die Gegner... Löst den Raum nicht, ne? Nur den Stein einzusetzen löst den Raum nicht. Nee, das löst den Raum nicht. Okay, aber... Wir bewegen uns in eine interessante Richtung. Scheiße! Junge, 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 Junge. Ey, wir bewegen uns in ganz langsamen Gebieten hier. Kills Heal war unterwegs. Ich werde versuchen, das aufzuheben. Hier ist irgendwas gedroppt. Irgendwo irgendwas gedroppt? Nein. Und der Raum war auch nutzlos. Okay. Nein! Du musst, lass mich treffen! Mann! Komm, jetzt was Gescheites hier. Das ist auch cool, aber nützt mir gerade nichts. Aber das hier nützt mir was. Da würde ich das jetzt erstmal mitnehmen und versuchen, dass wir es aufgeladen bekommen. Okay. Okay. Sehr geil. Mehr schwarze Herzen. Okay, wir sind energietechnisch wieder ein bisschen besser unterwegs. Wann kommt der Boss, ist die Frage. So wird jetzt sogar das Victory Lab nochmal spannend. Ach Mann. Oh weia. Ach, hä? Ach so, die explodieren jetzt gar nicht. Aber tun die mir jetzt weh, wenn die irgendwann explodieren? Die habe ich jetzt irgendwie auf meine Seite gebracht. Ich hoffe, die bleiben da. Wird es uns sehr weh tun. Wir gehen gerade runter. Die Schlüssel nützen mir gar nichts. Nein, hier geht's nicht weiter. Nicht gut. Wo ist er? Okay, tschüss. Irgendwas gestroppt. Irgendwo gespawnt, gedroppt, irgendwas. Nein. Doch. Kano, Companions. Mehr Companions. Ist okay. Völlig in Ordnung. Macht schön viel Schaden nachher. Okay, einen Raum noch, dann können wir wieder ein schwarzes Herz uns gönnen. Chillig. Und Kills Heal funktioniert auch wieder ganz gut. Jo, das war aber echt knapp, muss man mal gestehen, ne? Was will ich denn hier buddeln?
Okay. Das habe ich schon mal gelesen. Es gibt nämlich im Darkroom so Flächen wie die hier zum Beispiel eben, wo man buddeln kann. Und dann kommt da was raus. Aber die sind nicht überall. Hier in dem Raum wäre zum Beispiel, glaube ich, keine so Fläche. Jo, wir sind einfach wieder fast voll mit Energie. Hätt's nicht geglaubt. Da ist mein Bossraum. Ich hätt's nicht geglaubt. Ich hätt's nicht für möglich gehalten. Sehr schön. Da ist meine Errungenschaft. Once more with feeling. Sehr schön, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. So, und jetzt, habe ich aber gerade ja gelesen, gibt es ja, gab es ja noch diesen Zusatz. Complete 3 Victory Labs and start a 4th. Muss ich das jetzt noch zweimal machen oder kann ich das auch wann anders machen? Also ist es sozusagen... Ist es sozusagen... muss ich das am Stück machen als Streak? Oder darf ich dazwischen mal stoppen? Ich hoffe, ich darf dazwischen stoppen, weil ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr. Oh, come on. Aber so kommt man, glaube ich, am schnellsten wirklich durch. Man muss erst alle Herzen hergeben über den Sacrifice Room. Das ist riskante Geschichte. Das ist eine sehr riskante Geschichte. Ja, komm, reicht. Ich habe genug. Wir haben genug gesehen, denke ich, diese Runden. Wir haben diese Runden genug gesehen. Das war doch schön. Das war doch schön. A new pill has appeared. Okay. Dann schließen wir hier ab. 1,5 Stunden reicht auch wieder. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal haben wir noch einen Boss mit Berserk zu erledigen, und zwar Mother. Danke fürs Zuschauen und tschüss.